Ich glaube, die größte Barmherzigkeit dieser Welt ist die Unfähigkeit des menschlichen Verstandes, alles sinnvoll zueinander in Beziehung zu setzen. Wir leben auf einer friedlichen Insel der Ahnungslosigkeit inmitten schwarzer Meere der Unendlichkeit. Und es war nicht vorgesehen, dass wir diese Gewässer weit befahren sollen. Die Wissenschaften steuern alle in völlig verschiedene Richtungen. Und sie haben uns bislang nur wenig Schaden zugefügt. Doch eines Tages wird uns das Aneinanderfügen einzelner Erkenntnisse so erschreckende Perspektiven der Wirklichkeit und unserer furchtbaren Aufgabe darin eröffnen, dass diese Offenbarung uns entweder in den Wahnsinn treibt oder uns aus der tödlichen Erkenntnis in den Frieden und den Schutz eines neuen, dunklen Zeitalters flüchten lässt. Howard Phillips Lovecraft, Der Ruf des Cthulhu. Hallo und herzlich willkommen hier auf Würfelzeit, euer Kanal für Pen & Paper Rollenspiel hier auf YouTube. Heute geht es wie versprochen um Sandy Petersons Cthulhu oder im Englischen Call of Cthulhu. Call of Cthulhu ist tatsächlich mein Lieblingsrollenspielsystem. Warum? Das wollen wir im heutigen Video mal ein wenig ergründen. In Call of Cthulhu taucht der Spieler oder die Spielergruppe in die Welt des Horror- und Pulp-Autors Howard Phillips Lovecraft. Die Spieler sind keine Abenteurer oder keine Helden, die Spieler sind tatsächlich hier Investigatoren und der Spielleiter ist auch nicht ein Spielleiter oder Dungeon Master, er ist ein Bewahrer der Geheimnisse und da merken wir schon, das Rollenspiel Call of Cthulhu ist eins, was mit der Stimmung spielt, mit dieser Horrorstimmung des Mystischen und des Unergründlichen. Etwas, was mir bei Cthulhu besonders gefällt, ist, dass die Spielcharaktere tatsächlich keine Superhelden sind. Die Spielcharaktere sind keine übermenschlichen Helden, die mit einem Schwert und einem Schild bewaffnet ganze Heere von Monstern niedermähen können. Nein, die Spielcharaktere sind Menschen wie du und ich, Bibliothekare, Polizisten, Archäologen, meistens akademische Berufe, die sich dem kosmischen Horror ausgesetzt sehen und versuchen müssen, in dieser Welt oder mit diesem Horror irgendwie zu überleben und ihren Verstand beisammen zu halten. Howard Phillips Lovecraft war bereits Zeit seines Lebens eine kontroverse Gestalt, nicht nur als Autor, sondern auch als Mensch, was ihn nicht davon abgehalten hat, sehr faszinierende Welten zu erschaffen. Der Cthulhu-Mythos und die damit porträtierten Monster und gottgleichen Gestalten sind seine Kopfgeburt und haben die Popkultur bis in die heutige Zeit beeinflusst. Was mir bei Cthulhu besonders gut gefällt, ist, dass es ein skillbasiertes System ist. Das habe ich ja schon an anderer Stelle bemerkt, dass skillbasierte Systeme tatsächlich meine Lieblingssysteme sind. Ganz im Gegensatz zu D&D, die klassenbasierte Systeme sind, wo der Charakter tatsächlich in eine Rolle reingedrängt wird. Bei Cthulhu kann man sich komplett frei entfalten, kann seinen Charakter weiterentwickeln, wie man möchte und ihn auch spielen, wie man möchte. Es gibt kein Gesinnungssystem. Nein, ihr spielt euren Charakter so, wie ihr es gern spielen würdet. Des Weiteren ist Cthulhu ein Prozentsystem. Das heißt, jeder eurer Fähigkeiten ist ein Prozentwert zugeordnet und wenn ihr eine Skillprobe ablegt, dann müsst ihr mit einem Prozentwurf, das heißt, ihr nehmt 2W10 oder 1W100 und 1W10 und versucht unter eurem Prozentwert zu würfeln. Das heißt, es gibt keine Schwierigkeit, die vom Spielleiter festgelegt ist, sondern ihr müsst unter eurem Skillwert würfeln. Und für mich, ganz ehrlich, ich ziehe Prozentsysteme vor, weil für mich ist etwas inhärent Logisches dabei, wenn man sagt, ich habe eine Bibliotheksnutzungsfähigkeit von 30%. Da kann ich mir direkt was drunter vorstellen. Bei abstrakten Werten wie 12 und 13 muss ich immer dieses Übertragen im Gehirn machen und das ist mir als ziemlich dummen Charakter schon zu viel. Die Charaktererstellung funktioniert in Cthulhu wie in den meisten anderen Systemen. Man erwürfelt seine Attribute und dann, je nachdem, was für einen Beruf man sich auswählt, bekommt man seine Skillwerte zugeteilt, je nachdem, wie hoch eure Bildung oder Intelligenz ist. Und ihr merkt tatsächlich, Cthulhu ist kein kampflastiges System, es kommt mehr auf investigative Fertigkeiten an. Und das ist schon der zweite Punkt, der mir bei diesem System sehr, sehr gut gefällt. Es kommt nicht so auf den Kampf an, es kommt mehr darauf an, die Mysterien dieser Welt zu ergründen. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr faszinierend finde. Auch an den Berufen, die in Cthulhu vorgegeben sind, sieht man schon, dass das ganze System ein investigativlastiges System ist. Es gibt den Archäologen, es gibt den Bibliothekar, es gibt den Kommissar, es gibt den Wissenschaftler an sich. Es gibt aber auch kampflastige Berufe, wie zum Beispiel den Ex-Soldaten,
den Boxer, das Gangmitglied, den Verbrecher, das Mitglied des Verbrechersyndikats. Und auch in dem Add-on Pulp Cthulhu gibt es mehr kampflastige Berufe, darüber werden wir aber später nochmal ein bisschen sprechen. Cthulhu kommt hierzulande in Deutschland bei Pegasus Press raus und das Grundregelwerk kostet 20 Euro. Das ist meiner Meinung nach ein ziemlicher Kampfpreis für ein Grundregelbuch, was circa 411 Seiten hat, ohne das Glossar am Ende. Das ist schon einiges, was da drin ist. Wir bekommen hier bereits in dem Grundregelwerk einige Abenteuer mit dabei. Das finde ich großartig. Man kann also mit diesem Buch hier schon losspielen. Es gibt aber noch einige andere Bücher, die man sich zulegen kann. Und da wollen wir jetzt mal einen kleinen Überblick drüber bekommen. Das ist zum einen Cthulhu im Wandel der Zeiten. Hier hat man Erweiterungsregeln für Cthulhu im Mittelalter, Cthulhu im viktorianischen London, Cthulhu in den Traumwelten. Tatsächlich, Cthulhu an sich ist ein, ich will nicht sagen generisches System, es ist schon spezialisiert auf investigatives Rollenspiel, aber die Zeiten, in denen man spielen kann, ist relativ egal. Ich zum Beispiel habe gerade eine Cthulhu-Kampagne laufen, die zur Zeit der Wikinger läuft. Oder man kann eine Cthulhu-Kampagne spielen, die zur Zeit der Römer spielt. Das ist Cthulhu Invictus. Oder man kann tatsächlich auch eine Cthulhu-Kampagne im Hier und Jetzt spielen. Dann gibt es hier noch ein Bestiarium. Und das ist tatsächlich eher ein Buch mit Hintergrundinformationen und Lore. Tatsächlich werdet ihr hier keine Spielwerte drin finden. Und ich empfehle auch Spielern, sich dieses Buch nicht zuzulegen. Dabei geht ein bisschen von dieser Mystik und diesem unbekannten Horror verloren, wenn man die ganzen Monster sieht. Ich empfehle sowieso Spielern immer, lest nicht zu viel des Lore, das macht euch so ein bisschen das Wundersame der Welten kaputt. Für Spielleiter ist das hier ein ziemlich gutes Buch, weil man dann ein ganz gutes Gefühl für die Kreaturen des Mythos bekommt. Aber man bekommt auch Abenteuerideen, die hier geliefert werden. Da ist einiges drin, was man ausschlachten kann. Großartiges Buch, wenn man Kampagnen schreiben will oder ein Abenteuer schreiben will, was sich nur um eine einzige Kreatur dreht. Ganz abgesehen davon, dass man den Kreaturen und den Göttern des Mythos keine Spielwerte geben sollte, weil sobald ein Monster des Mythos irgendein Spielwert hat, dann verliert es einfach seinen Charakter als Monster. Sobald man das Gefühl hat, existieren Spielwerte, haben Spieler immer das Gefühl, man kann ihm irgendwie ins Gesicht schießen. Und das sollte gerade bei Cthulhu möglichst vermieden werden. Das Grand Grimoire ist das Kompendium der Zauber des Mythos. Und hier kommen wir direkt zum nächsten. Die Magie des Cthulhu-Mythos ist etwas Mystisches. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst einen Feuerball schießen oder ihr könnt Heilzauber sprechen, vergesst das sofort. Die Zauber bei Cthulhu sind mystisch, haben teilweise mehrere verschiedene Namen, je nachdem aus welchem Buch man das bekommt. Und dadurch bekommt Magie etwas Unnahbares, etwas Wundersames. Und ich finde, so sollte Magie öfters gehandhabt werden. Das ist etwas Mystisches, was die Spieler vielleicht nicht direkt erfassen können. Und das ist ein dritter Punkt, der mich an diesem System so fasziniert und den ich so schätze. Die unter euch, die dem Mythos ins Gesicht schießen wollen und die mit fetten Waffen wie Brendan Fraser in der Mumie mit alten Monstern und Kreaturen aufräumen wollen, dem empfehle ich Pulp Cthulhu. Das ist ein sogenanntes Regel-Add-on. Da findet ihr Erweiterungsregeln, wie ihr das Spiel ein wenig kampf- oder actionlastiger gestalten könnt. Großartiges Buch, wenn man so ein bisschen in die Pulp-Richtung reingehen will, wenn man Rocketeer spielen will, man will mit einem Raketenrucksack spielen oder man hat einen verrückten Professor, der Gehirne in Gläsern in Kampfroboter reinschraubt, dann ist das die Regelerweiterung für euch. Auch hier befinden sich bereits Abenteuer drin, die Regeln schon verwenden. Das kann ich nur empfehlen, das finde ich großartig, wenn in den Regelbüchern selber schon Abenteuer gegeben sind, die dem frisch gebackenen Spielleiter die Möglichkeit geben, direkt loszulegen. Ich finde, Cthulhu ist ein System, was Stimmung aus jeder Ecke blutet. Und ich finde auch, dass wir in der jetzigen Zeit, wo vielleicht mehr Rollenspiel online gespielt wird, Cthulhu ist für mich ein System, was nicht dafür geeignet ist, online zu spielen. Für Cthulhu gehört es sich einfach, dass man um einen Tisch rumsitzt, das Licht dimmt und die Stimmung in sich aufnimmt und das Ganze noch verstärkt durch die Stimmung, die durch den Raum gegeben ist.
Ich finde, online geht tatsächlich etwas von dieser Mystik und von diesem Horror, das Cthulhu ermöglicht, verloren. Ihr werdet vielleicht gehört haben, irgendwo im Internet oder von Freunden, dass es in Cthulhu keine Kämpfe gibt oder dass die Charaktere auf jeden Fall während einer Cthulhu-Sitzung sterben sollten. Das stimmt nicht. Cthulhu-Kämpfe finden statt, in manchen Kampagnen sogar häufiger, aber der Kampf in Cthulhu ist wesentlich tödlicher, wesentlich gefährlicher als in anderen Systemen, wie zum Beispiel D&D, wo die Charaktere tatsächlich es mit 10, 20 Goblins aufnehmen können, können sich durch die Reihen schlachten und können dabei trotzdem siegreich hervorgehen. Bei Cthulhu ist die Gefahr gegeben, dass man tatsächlich an einer Pistolenkugel sterben kann. Ein durchschnittlicher Call of Cthulhu-Charakter hat 16 bis 17 Trefferpunkte. Zum Vergleich, ein Pistolenschuss, der crittet, macht 20 bis 25 Trefferpunkte. Und ihr seht, das kann schon sehr, sehr schnell zum Tod führen, wenn die Spieler unvorsichtig vorgehen. Das Skillsystem in Cthulhu finde ich sehr einfach zu erlernen und sehr intuitiv. Ich habe ja bereits gesagt, dass Cthulhu-Charaktere in ihren Skills einen Prozentwert haben, zum Beispiel 50%. Will der Spieler einen Skill-Check machen, würfelt er mit einem W100, das heißt einem W10 und einem W100, unter diesen Prozentwert. Er muss zum Beispiel mit einer 45 schafft er diesen Wurf. Verlangt der Spieler aber einen schwierigen Wurf, muss er unter die Hälfte dieses Wertes kommen. Im Falle von 50% unter 25%. Ein schwieriger Wurf wird zum Beispiel verlangt, wenn die Aufgabe, die der Spieler vollbringen muss, selbst ein Profi herausfordert. Zum Beispiel, wenn wir mal das Beispiel nehmen von einem Auto, ihr seid mit einem Auto unterwegs und ihr müsst auf einer Rennstrecke unterwegs sein und müsst die fahren, ohne einen Unfall zu verursachen, dann wäre das zum Beispiel 25%. Braucht ihr einen extremen Erfolg, müsst ihr unter einem Fünftel dieses Wertes kommen. 10% im Falle von 50%. Das ist tatsächlich, wenn ihr eine Rennstrecke absolvieren wird, die selbst ein Rennprofi herausfordert. Kommen äußere Faktoren hinzu, wie Sturm, Regen oder jemand sitzt auf dem Dach und versucht, durch die Scheibe zu brechen und euch zu packen und aus dem Auto zu ziehen, dann kann es sogar sein, dass der Spielleiter einen Strafwürfel verlangt. Das heißt, ihr müsst einen zweiten W100 würfeln und müsst das höhere Ergebnis nehmen. Ihr kennt das vielleicht aus den Bonus- und den Strafwürfeln aus D&D, wo ihr zwei W20 würfelt, müsst ihr entweder den höheren Wert nehmen oder den niedrigeren Wert. Im Kampf werden die Spieler angehalten, ihre Handlungen mehr zu beschreiben. Weniger taktisch wie in D&D, sondern um der Szene ein wenig Kolorit zu verleihen. Ich packe meinen Gegner, ramme ihn gegen die Wand und versuche ihn mit meinem Messer zu bedrohen. Oder während mein Partner rausläuft, das heißt den Verstand verliert, versuche ich ihn zu Boden zu drücken und ihn dazu bewegen, hier in diesem Raum zu bleiben. Und dann sagt der Spieler, ja, dann macht man ein bisschen vergleichenden Wurf auf Handgemenge. Ein weiterer faszinierender Punkt von Cthulhu ist psychische Stabilität. Tatsächlich können eure Charaktere im Lauf einer Kampagne den Verstand verlieren. Wenn die Spieler, die Investigatoren, mit den Grauen des Mythos konfrontiert werden, wird meistens ein Stabilitätswurf verlangt. Das heißt, ihr macht einen Prozentwurf gegen eure geistige Stabilität. Wenn der nicht gelingt, dann können eure Charaktere dem Wahnsinn verfallen. Nicht endgültig, aber die können zum Beispiel einen Aussetzer haben. Das heißt, der Charakter sieht auf einmal Dinge, die er vorher nicht gesehen hat. Er hat Halluzinationen. Cthulhu ist ein wunderbares Rollenspielsystem für alle, die sich dem Horror und dem Unbekannten aussetzen wollen. Ungeklärte Morde, paranormale Phänomene. Wenn ihr so einen Akte X-Vibe haben wollt oder wenn ihr schon immer mal die Serie Penny Dreadful selber nachspielen wolltet, ist Call of Cthulhu ein wunderbares Rollenspiel für euch. Das war ein grober Überblick über Cthulhu, das Rollenspiel zur Horrorwelt von Howard Phillips Lovecraft. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, nehmt ein Abo mit. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann empfehlt mich an jemanden, den ihr leiden könnt. Ihr kennt ja den Drill. Ich plane ein etwas größeres Videoprojekt zu machen, und zwar möchte ich eine Tiefenanalyse eines Rollenspielsystems machen, quasi ein How-to to play mit allen Regeln, auf die ich langsam nach und nach eingehe, wie Charaktererstellung, Kampf, Skillchecks, alles mögliche, was zu so einem System dazugehört. Was für ein System das sein soll, das will ich euch überlassen, und zwar gibt es da mehrere Möglichkeiten. Ich finde, D&D ist im Internet schon zu Genüge durchgearbeitet worden. Steht also zur Debatte entweder Traveller, Mongoose Traveller, zweite Edition, was ich ein wenig durcharbeiten möchte, Cthulhu, von dem ich heute gesprochen habe, oder eine genaue Analyse, und das ist auch für mich ganz interessant, von 7C. Das heißt, ich werde in das Spielsystem von 7C eintauchen, das mit euch durchgehen und vielleicht selber nochmal ein gewisses Verständnis zu diesem System zu bekommen. Das war's von meiner Seite. Bleibt gesund. Ich wünsche euch alles Gute. Würfelzeit out.
eine Sache, die bieten mal meine Fresse.